So, meine Damen und Herren, willkommen wieder hier zurück zu einer neuen Folge von Anno. Ich habe den Namen immer noch nie aufgeschrieben. Königsedition. Ihr seht es am Titel, welcher Anno-Teil das ist. Und wir müssen hier unbedingt mal gucken. Wir brauchen hier unbedingt Geldeinnahmen. Und vor allem müssen wir auch irgendwann mal langsam wieder hier Dings einkaufen, Hämmer. Weil sonst kriegen wir damit Riesenprobleme irgendwann mal. Und wir können uns schon eine kleine Feste bauen. Bringt uns im Moment überhaupt nichts, weil wir können nur uns einen Scout bauen. Das war's. Den Scout haben wir hier. Mehr brauchen wir nicht. Und wie viel Tierhäute? Wir haben 13 Tonnen Tierhäute. Und wo ist die Wolle? Warum haben wir keine Wolle? Wird nicht abgeholt. Warum wird denn die Wolle nicht abgeholt? Das habe ich manchmal so das Problem. Und dann bauen wir eben hier nochmal kurz zwei Wege dran. Und wir reißen mal hier noch ein bisschen Wald ab. Nur zum Test. Nur zum Testen reißen wir hier noch ein bisschen Wald ab. Ah. Obwohl eigentlich, wenn wir schon dabei sind, machen wir ja alles weg. Auch wenn ich glaube jetzt wirklich denke, die Leute, die Tiere werden ab nicht herkommen. Aber damit, mit dem Risiko lebe ich jetzt mal. Das ist mir jetzt mal kurz egal. Und bei uns wird immer noch nicht abgeholt. Bin ich mal gespannt. Ne, der haut auch da drüben ab. Hä? Hey. Der kann aus dem... Achso, der war unterwegs. Jetzt mal gucken, ob... Warum gehen die... Die wollen nicht abholen. Das erschließt mich gerade überhaupt nicht, warum sie die wollen nicht holen kommen. Die wollen nur sehen, dass ich Geld ausgebe. Oh mein Gott, die kotzen mich an. So, genau. So, wir müssen mal gucken. Wir können natürlich auch gleich eine Weberei hier hinbauen. Aber wir brauchen auch erstmal eine Geberei. Und die Geberei, wo bauen wir mal die Geberei hin? Wir haben ja noch kein richtiges Industriegebiet oder sowas. Deswegen würde ich sagen, bauen wir die Geberei erstmal hier hin. Kommt den Holzfäller nicht in die Quere. Passt schon. Und wir brauchen noch einen Weg nach hinten, obwohl das nie so viel bringt. Da können wir hier unsere Weberei noch hinbauen. Mal gucken wir mal. Es wird bei uns hier nichts abgeholt. Warum wird hier nichts abgeholt? Und warum? Wir haben doch aber schon... Nee, wir haben 0 Tonnen. Der hat aber auch noch nichts abgeholt. Die Geberei ist schon richtig hart am Machen. Aber warum hier? Das frage ich mich jetzt mal schnell. Wir werden jetzt einfach mal aus Spaß, wenn wir uns hier noch einen Kantor hinbauen. Oder einen Marktplatz. Gucken. Der fährt nicht rein. Der fährt nicht rein. Warum fährt der nicht rein? Oder hat er jetzt vorne abgeholt? Nee. Hä? Mir erschließt es gerade überhaupt nicht, aber okay, lass mal. Ich lebe jetzt mal damit. Dann baue ich eben hier nochmal eine Weberei hin. So, und dann mache ich die hier zu. Da hat die Weberei jetzt Pech, mache ich die zu. Jetzt ha...
warum haben wir jetzt auf einmal Wolle? Wo kommen auf einmal... Warum hat... Hä? Jetzt holt er auf einmal ab. Ich kapiere das Ganze nicht. Ich... Muss man das kapieren? Ich glaube mal nicht, oder? Ich werde mal hier noch ein kleines bisschen ausbauen. Weil Wolle ist doch schon eine Sache, die könnte man öfters mal brauchen. Auch wenn der Weg hier gerade nicht so perfekt ist, aber es klappt schon. Können wir noch ein bisschen wegreißen, sodass die Tiere ein bisschen frei leben. Ja, und vielleicht den Jäger, ich weiß nicht, was wir hier machen. Könnte man eigentlich noch ein bisschen weiter reinsetzen. Erstmal brauchen wir auch ein paar mehr Häuser jetzt. Auch wenn wir noch nicht genug Rohstoffe haben. Also Essen oder sowas. Aber ich glaube doch schon, dass es Zeit wird zu gehen, zu gehen, zu gehen. So. Eine Kapelle kann gebaut werden. Oh mein Gott, eine Kapelle. Macht mich gerade nie heiß, aber okay. Warum ist das gerade so ein bisschen schräg hier? Na, machen wir es so. Und die Kapelle, die bauen wir natürlich, das ist alles kein Problem. Also mit der Kapelle kann ich leben. Nur wohin ist die Frage. Ja. Sind nur ein paar abgedeckt, ist aber... Ja, ist nicht mein Problem. Jetzt müssen wir aber langsam mal irgendwo Geld einnehmen. Weil wir können nicht die ganze Zeit nur Minus machen. Wie sieht es denn jetzt bei unserem Alkohol aus? Haben wir jetzt langsam... Oh, 15 Tier heute. Oh, ist das geil. Freut mich. 14 Tonnen Alkohol. So. Dann muss er jetzt hier das ganze Bier holen. Kommt gleich der dicke, genau, da kommt der dicke Mann raus, der dicke Wirt. Und schmeißt euch alle raus. Ha! Ja, Probleme haben wir mit der Nahrung im Moment. Aber sonst sieht es eigentlich noch gut aus. Ach nee. Ich dachte schon, wir müssen eine Sache jetzt erstmal machen. Bevor ich hier mich in die komplette Schütte reinbaue, die dürfen sich nicht ausbauen. Auch wenn sie alles haben oder sowas, die dürfen sich nicht ausbauen. Nein, nein. Das ist nicht gut. 60 Dollar kriegen wir. Wir müssen immer so ein kleines bisschen im Plus bleiben. Das bringt uns, glaube ich, gut Glück. Wir könnten ja schon mal gucken, ob wir hier irgendwo die anderen Leute sehen. Können wir mal unser Schiff auswählen. Und mal hier alles rumgucken. So. Ich weiß ja nicht, wie das überhaupt hier ankam, das Projekt. Ich habe ja noch nicht gesehen, das Ganze, weil die Videos ja noch... Oh, hier könnte man auch hingehen. Das wäre bestimmt auch ziemlich nice. Wegen dem Wal und sowas, da kann man dann später kann man echt gutes Zeug draus machen. Mich würde mal interessieren, weil die Piraten... Oh hier. Ahoi. Da sind die Roten vielleicht. Wenn wir Glück haben. Kann man mit denen schon mal Frieden schließen und Handelsangebote machen. 120 minus. Also 132 insgesamt. Kommen wir noch die Militärkosten, also das Schiff dazu.
Ich finde es gut, dass wir jetzt nach und nach Plus machen. Aber irgendwann mal ist auch das Essen schon alles weg. Webstoff haben wir überhaupt keine mehr, großartig. Haben wir überhaupt Wolle? Also wir haben auch überhaupt keine Wolle. Geil. Freut mich. Oh nein. Ich glaube, wir haben uns jetzt schon allein jetzt in den wenigen Minuten schon richtig in die Scheiße reingeritten, glaube ich mal. Wenn wir hier noch ein paar bauen. Diesmal bauen wir sie so rum. Vielleicht mögen die Werten her das so besser. Versetzt hier noch ausbauen so. Ich glaube, das müsste jetzt erstmal reichen. Noch die Bäume wegmachen. Ich weiß nicht, ob das wirklich was bringt mit den Bäumen wegmachen oder so. Könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben, falls ihr das Video guckt. Oder falls ihr überhaupt das Spiel kennt, sagen wir es mal so. Dann gucken wir mal, Tierhäute sind auch noch da. Also er fängt immer noch was, das ist gut. So. Das Schiff ist gleich da. Bin ich mal gespannt. Angreifen kann man ja so wie... Naja, angreifen könnte man. Wir haben hier den Scout und der hat ein Messer. Oder Bajonette oder sowas. Damit könnte man angreifen. Aber ich glaube... Das brauchen wir, glaube ich, noch nicht uns antun. Aber wo sind denn die restlichen? Man sieht ja sonst immer so ein bisschen, wie gebaut wird. Neue Befehle für die Flotte, Kommandant. So, oh, du, hi. Das ist natürlich schon groß ausgebaut. Und der hat auch schon eine Werft. Sollte man sich vielleicht noch nicht anlegen. Aber wir können den einen Handelsvertrag anbieten. Ein angebotener Handelsvertrag wurde abgeschlossen. So. Der kauft einen Haufen Zeug ein. Man könnte zum Beispiel Holz verkaufen, wenn wir genug hätten. Und Nahrung verkauft er, Stoffe verkauft er, Leder und Alkohol. Mich würde mal interessieren... Oh, hier ist Eisenerz. Da sind hier irgendwelche drauf. Deswegen auch diese Galopp-Geräusche. Das könnten hier die... Vielleicht sind hier Indianer drauf. Ich hoffe es mal. Ich habe keinen Bock, mein Schiff jetzt schon zu verlieren. Gucken wir mal. Oh, das tut weh. Wir müssen Einnahmen machen. Einnahmen, Leute. Null, ein, naja. Ihr habt die legendären Indianer entdeckt. Ja, geil. Jetzt könnte man natürlich noch gucken. Die kann man dann später auch noch vernichten, aber da kommt ein Fluch. So, muss ich mal gucken, wo ist denn das Hauptgebäude von denen? Und mit denen kann man ja auch handeln. Wir brauchen noch... Doch, man... Nee. Handelsangebot brauchen wir nicht geben. Aber ich frag mich, wo... das Haupthaus von denen ist. Und dann werden... Ach, hier. Also, die kaufen Tabak ein, verkaufen Leder... Also, ja, Tierhäute und Stoffe. Für andere Ware. Also man müsste jetzt noch Tabak geben, damit man was erhält. Okay. Wissen wir Bescheid. Wie gesagt, fraglich sind wir noch, wo die Indianer sind. Ach nee, hier wollte ich fahren. Im Moment kommen wir mit ohne Einkaufen ein, das ist schon mal gut.
Auch wenn ich, glaube ich, besser mit einkaufen wäre. Wir haben Stoffüberschuss. Nice. Und Alkoholüberschuss. Aber es fehlt uns an Essen. Ich glaube, dann mache ich mal hier beides auf. Eine zweite Fisch. Die Fischerei bringt ihm nicht so viel. Das ist die Sache. Wir wollen trotzdem noch eine zweite, weil wir es können. Ich weiß nicht warum, aber wir machen's. So. Die haben auch Alkohol. Okay, aber keine Kirche. Gut zu wissen. Okay, gut. Na, langsam habe ich mir den Mund hier fröstlich geredet. Und ich würde mal sagen, wenn euch der ganze Podcast gefallen hat, gebt nur noch wenn nicht einen Daumen nach unten. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr machen würdet jetzt an meiner Stelle. Weil ich habe echt Angst irgendwie gerade vor den Piraten. Aber ich habe auch zu wenig Minus und sowas. So, wir können mal gucken, aber noch, bevor wir hier beenden. Ja, weiße Flagge oder untergehen, macht man sehr, sehr gerne. Das war ein Handelsvertrag wurde unterzeichnet. Verkaufen auch Leder, Alkohol und sowas. Und kaufen natürlich. Wir könnten Salz zu denen verkaufen. Aber wir haben noch keine Saline. Flotte setzt sich in Bewegung, Kommandant. So, eigentlich fehlt uns noch ein Dorf. Das ist hier. Hi, Captain. Und ich würde mal sagen, das schneide ich bis dorthin. So, da haben wir sie auch schon erreicht. Die nächste Stadt. Und wir machen auch noch an die einen Handelsvertrag. Ein Handelsvertrag wurde unterzeichnet. Und guck mal, eigentlich wollen jetzt die meisten Eisen kaufen. Fraglich warum. Ob sie reinen Schmiede haben, weiß ich nicht. Aber trotzdem habe ich Angst, wo die Piraten sind. Die sind öfters an so welchen Inseln. Und eigentlich an kleinen mit Bucht und dann mit Türmen und sowas. Flotte ist auf Zielkurs. Leute, ich würde mal sagen, das war's mit dem Part. Wenn euch der ganze Part gefallen hat, gebt noch einen Daumen, wenn nicht, einen Daumen nach unten. Schreibt in die Kommentare, ob ihr mehr sehen wollt oder auch nicht. Und dann bis zum nächsten Mal. Sagt euer Männer Sword. Ciao, ciao.